Es ist jetzt ganz still geworden. Die Welt schläft, ich bin zu Hause und ich muss auch zu Hause bleiben. Eine Pandemie, ein Virus, ein Shutdown, ein Shutdown, stille, die Welt steht still. Handlungsfähigkeit beschränkt sich zunehmend, Handlungsunfähigkeit. Wer weiß mehr? Weiß ich etwas? Ist es so oder so? Fragezeichen am Himmel, Rauchzeichen, Verdämmerungen, Geld, Arbeit, soziale Kontakte, Quarantäne. Wer sich nicht wehrt, lebt. Verkehrt. Mundschutz, Augenbinde, Quarantänen, Humor. Emotionale Szenen im Krankenhaus, im Fernsehen, im Radio, auf den Balkonen, in den Wohnungen, in diesen Wohnungen. Wohnungen sind voll von Menschen und Gedanken. Ist da jemand? Was suchst du hier? Wohin gehst du? Bist du arbeitslos? Oder hast du dir die Hände gewaschen? Haben wir noch Desinfektionsmittel? Gibt es ein Datum, das uns glücklich machen kann? Erstmals Ruhe vor dem Sturm. Große Ruhe vor dem Sturm. Was ist die Zeit? Wie viel hast du noch von der Zeit? Bist du infiziert? Bin ich infiziert? Wahrscheinlich bin ich es. Ich weiß es nicht, aber es ist still. Und es ist überall still. Das macht es nicht einfacher. Wir warten, denken, grübeln, bohren, dämmern, denken. Und versuchen uns etwas zu erklären, ist zu erklären. Was wir dann doch nicht verstehen. Es ist Nacht, dann wird es wieder Tag und es ist Stille und wieder Tag und die Aktien fallen, sie fallen, fallen. Fallen tief. Das macht aber nichts, es ist ja nur eine Grippe. Und das ist jetzt ganz gefährlich. Hände waschen, bis es weg ist. Der Atem stockt und kehrt zurück. Panik mal ja, dann wieder nein. Aber es geht um die Pandemie, es geht um Virus, es geht um Verbundensein, Zusammensein, Miteinander sein, mit zusammen ineinander sein. Ein Virus beherrscht die Welt, hält sie still, nimmt ihr den Atem, nimmt dir den Atem. Es ist noch nicht vorbei. Wann wird es vorbei sein? Wann wird es wieder Tag? Ist es Nacht oder Tag? Gibt es noch Menschen, die denken? Oder sind sie alle am Beatmungsgerät angeschlossen? Am Beatmungsgerät. Die Welt ist ein Spital, ein großes Hospital. Die Welt ist ganz still, keiner hustet. Wer bist du jetzt? Ich kenne mich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wann es angefangen hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, ich weiß auch nicht genau, was zu tun ist. Erst einmal mal alles anhalten. Es gibt keinen Tod, es gibt keinen Antikörper, es gibt vielleicht eine Impfung, Impfpflicht, Hausarrest, Versammlungsverbot, Zensur. Und Schockstrategie, ja, Schockstrategie, beide können gewinnen. Jetzt ist die Zeit groß, viel leer und weit. Ich bin daheim, zu Hause, ich bin zu Hause. Der Virus ist der Superstar der Zeit geworden. Inkubationszeit, Weltzeit, Stillstand, Bewegungslosigkeit macht sich breit und driftet nach rechts. Dann nach links und wieder nach rechts. Unten wie oben ist egal geworden. Wir sitzen alle im selben Boot. Was machen wir nur, wenn es so weitergeht? Wer ist der Feind? Wer hat sich angesteckt? Bist du jetzt immun? Woher kommt der Erreger? Kepasa, was ist genau los? Jetzt? Gestern? Heute, morgen, es ist still geworden, die Welt steht still. Ausrufezeichen am Himmel. Flugzeuge sind gelandet. Parkiert, sie sind parkiert. Der Smog von gestern hat sich über die Menschen gelegt.
Geld kommt vom Himmel, Geld vom Helikopter gestreut. Die Börse reagiert, reagiert, Gier, Gier, regiert, überreagiert, Gier, reagiert, Gier, reagiert. Geld regiert die Welt, die versucht die Welt zu regieren. Sie regiert die Welt. Nach der Krise regiert die Gier die Welt. Könnte kommen, aber nicht sicher, ob es das Ende in sich trägt. Bis zum Schluss aushalten. Zu Hause bleiben, Quarantäne im Menschenkomplex. Starre kann helfen, kann helfen. Bewegung wird anstrengend. Wir hoffen auf den Antikörper, Antivirus, den Antivirus. Es geht auch digital, auch virtuell, generell virtuell. Ja, virtuell. Der Wirt ist virtuell, ist Virus. All unser Eins ist jetzt nicht ganz eins, es ist zwei. Polar. Polarverschiebungen. Verschwörungen sind im Trend. Jeder ist ein Virologe, ein Held oder ein Arbeitsloser Held. Oder ein Kurzarbeiter geworden. Kurzarbeiter sind im Trend. In so kurzer Zeit. So schnell geht es zur Zeit. WHO. WHO. Weltgesundheitsorganisation. Robert Koch Institut. Geldmaschine. Geldmassaker. Börsenaufsichtsgeschirrspüler. Eine Rezension. Eine V-förmige Rezension oder L-förmige. Oder doch eine U-förmige Rezension. Was ist in Wuhan passiert? Gibt es den Antivirus? Oder wollen wir tauschen? Ich habe mir gerade die letzten Nachrichten angehört und habe nur Corona gehört. Co-Corona, Co-Corona, Krone, Corona, Corona, Co-Co-Corona. Grippewellen brannten ans Ufer der Menschheit und der Virus wird zum Feind. Wirklichkeit löst sich in Äther und kristallisiert aus Säure. Es ist still geworden. Es ist dunkel und es wird wieder Tag. Und wir haben keinen Plan. Gibt es ein Antivirus? Eine Planwirtschaft? Sind wir jetzt immun gegen alles? Oder bleiben wir infiziert? Wo geht die Freiheit hin gerade? Wo geht sie denn hin gerade, die Freiheit?